Like dieses Video und abonniere meinen Kanal in den nächsten 5 Sekunden, wenn du einen No-Skin beschützen würdest. Und benutzt meinen Creator-Code Flakes im Itemshop. Yo Leute, was geht? Flakes hier. Ihr seht schon, ich habe hier einen komplett frischen Account erstellt und mit dem Account werde ich in Random Duos gehen, weil ihr ja immer gesagt habt, dass die Leute sehen, ey, du hast doch den Battle Pass, du bist volles hohe Level. Erstellt ihr doch mal einen komplett frischen Account. Den könnt ihr auch gerne adden, wenn ihr wollt. Ich nehme hier jede FA an, also falls ihr mit mir ein Video aufnehmen wollt, kommentiert euren Epic Games Namen. Und heute habe ich in Random Duos einfach ein Mädchen getroffen und sie habe ich dann gefragt, ob sie mir nicht den Battle Pass schenken kann. Ich habe einfach so getan, als wäre ich ein No-Skin, als könnte ich nicht zocken und als würde ich das Spiel erst seit gestern spielen. Und was sie dann geantwortet hat, das werdet ihr nicht glauben. Also zieht euch das Video bis zum Ende rein. Und dann würde ich sagen, let's go. Hello, hello, hello. Where are you from? Hello, I'm from Germany. Oh, Deutsche bist du? Ja, und du? Ehre. Ja klar, ich bin auch Deutsche. Ich rede ja gerade Deutsch. Ja. Ehre. Wo willst du landen? Bei mir ist leider noch gar nichts aufgedeckt. Ich weiß nicht, sollen wir hier oben einfach landen? Ja. Okay, let's go, let's go, let's go. Zockst du oft Random Duos oder nicht so oft? Also eigentlich so zwischendurch mal. Kommt drauf an, wie ich Bock habe. Ah, okay, nice, nice. Du bist ein Mädchen, kann das sein, oder? Ja, ich bin Mädchen. Ah, Ehre. Ich starte meine erste Runde und bin direkt mit einem Mädchen zusammen. Holy moly, da habe ich aber Glück. Ja, moin. Es kommt, glaube ich, sehr selten vor, dass man überhaupt einen Deutschen trifft. Weißt du, wie ich meine? Ja, und dann ist es ja meistens auch noch seltener, dass man dann auf ein Mädchen trifft. Aber ja, Mann, ja. Das stimmt, das stimmt. Du scheinst auch richtig nett zu sein, muss ich sagen. Also echt nice. Echt nice. Wie findest du die neue Season? Es geht. Also, es gibt jetzt ja zum Beispiel die neue alte Pumpgun wieder. Das finde ich irgendwie nice. Aber sonst eigentlich ganz normal. Ah, okay. Wie meinst du alte Pumpgun? Weil ich kenne mich noch gar nicht aus. Also, ich spiele auch erst seit kurzem. Und ja. Ja, also. Leute, aber bevor das Video beginnt, hat wieder mal mein Partner Lootboy passend zur neuen Season 4 eine richtig kranke Aktion für euch. Und zwar habt ihr die Chance auf garantiert V-Bucks und den neuen Battle Pass. Mein persönliches Highlight ist immer noch der Bangra Boogie Emote. Und ganz wichtig, Leute, wer sich direkt ein 10er Bundle holt, egal ob Diamanten oder mit Echtgeld, der erhält ein Bonus Loot Pack mit garantierten V-Bucks oder den neuen Battle Pass. Wer sich ein 25er Bundle gönnt, erhält sogar 2 Bonus Loot Packs. Die Aktion geht bis Sonntag, den 30.08. und endet um 23.59 Uhr. Lootboy kann jeder kostenlos für iOS, Android oder am PC downloaden. Link ist ganz oben in der Beschreibung. Kurz für die, die Lootboy noch nicht kennen, man kann Lootcoins und Diamanten sammeln, mit denen ihr kostenlose Lootpacks öffnen könnt. Und außerdem gibt es jede Woche neue Comics. So Leute, ich habe mir jetzt 10 Packs mit Echtgeld gegönnt und dann würde ich sagen, let's go! So, ich habe jetzt schon 3 PC-Vollversionen im ersten Pack gefunden, was schon ultra krank ist. Oh, wir haben den Bangra Boogie Mode bekommen. Holy moly, wie nice ist das denn? Und weil ich mir jetzt 10 Stück auf einmal gegönnt habe, habe ich noch das Bonus Loot Pack. Und mal schauen, was da drin ist. Season 4 Battle Pass? Nein! So, und jetzt noch eine letzte Info für euch, Freunde. Die digitale Gamescom startet am 27. August und Lootboy hat für euch das offizielle Gamescom Premium Lootpack in Kooperation mit anderen geilen Gaming-Brands am Start. In diesem Gamescom Premium Lootpack habt ihr die Chance auf Paysafecard-Guthaben. Und als Hauptgewinn haut Lootboy sogar 10-mal eine PS4, 20-mal einen King-Controller, Gaming-Stühle, Tische und vieles mehr. Also checkt unbedingt auch mal dieses Pack up. Über den Code Season4 schenkt euch Lootboy 5 Diamanten und 2000 Lootcoins. Den Code könnt ihr ganz easy einlösen, indem ihr in der App auf Einstellung geht und dann auf Code einlösen. Natürlich geht es auch für die Leute, die die Lootboy App schon haben. Leider müssen das iOS-Nutzer auf der Website machen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, also, was soll ich sagen? Oh. Hä, wieso? Warum ist die alt? Gab es die schon mal früher im Spiel und wurde dann rausgenommen, ja, oder was? Ja, die wurde rausgenommen und die haben dann auch viele vermisst und so, aber ja. Ah, okay. Und findest du gut, dass sie wieder drin ist, oder wie? Ja, ich fand die sehr cool. Also das war mit meiner Lieblingswaffe und deswegen freue ich mich ein bisschen. Ah, es war deine Lieblingswaffe. Nice, 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 nice. Ja. Also, wenn es deine Lieblingswaffe war, dann ist klar, dass du dich freust. Ja. Oh, ich sehe ja, dass du No-Skin bist. Hast du gar keinen Skin oder so? Oder nee, ich habe keinen Skin. Also ich habe jetzt noch gar kein Geld für Fortnite ausgegeben, weil, weiß nicht, ich muss mal erstmal
erstmal das Spiel hier kennenlernen. Ich spiele erst seit gestern, muss ich sagen. Also ich hoffe, das ist nicht schlimm. Achso, nö. Das ist nicht schlimm. Ah, okay. Ja, nein. Oha. Als ob. Hä? Ich bekomme das meistens immer mit. Ich habe viel YouTube geschaut und ich habe gesehen, dass No-Skins irgendwie immer gemobbt werden. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen hatte ich ein bisschen Angst, dass du auch so reagierst. Keine Ahnung. Ich hatte auch eine lange Zeit erst No-Skin, aber ja, dann habe ich mal einen gekauft, weil ich den so cool fand. Aber vorher fand ich das auch nicht schlimm, dass ich No-Skin bin. Ah, nice. Okay. Warte mal hier, weil du so nett bist. Also, du bist ultra nett. Hier habe ich ein Mini für dich. Kannst du trinken, wenn du willst. Aber hast du irgendwie schon den neuen Battle Pass? Nein, den habe ich mir noch nicht gekauft. Ah, okay. Wie findest du den Battle Pass, den neuen? Der ist eigentlich ganz okay. Da gibt es coole Skins, aber manche sind auch ein bisschen blöd. Okay. Welchen findest du am coolsten von den Skins? Oh, hier ist ein Gegner. Oh. Oh, nice. Iron Man, das ist, glaube ich, Level 100, oder? Ja, leider. Oh, da muss man echt viel leveln. Aber man braucht ja überhaupt erstmal den Battle Pass, dass man den überhaupt bekommt. Wenn man den Battle Pass nicht hat, dann bekommt man auch den Skin nicht. Das ist ein bisschen mies. Ja, ich darf mir den aber auch... ich habe aber nicht so viel Geld, also ich darf mir den leider nicht kaufen. Oh, okay. Aber du würdest ihn dir gerne kaufen, oder? Ja. Ah, okay, okay. Oh, ich hab ihn. Ja, ich würde mir auch den Battle Pass echt wünschen, weil ich habe ja noch nicht mal einen normalen Skin. Du hast zum Beispiel schon einen Skin, aber ich habe ja noch nicht mal einen normalen Skin. Das ist ein bisschen, ja, traurig. Ich könnte dir auch einen kaufen, aber also ich würde den noch gerne einkaufen, aber ich darf leider nicht. Was? Du würdest mir einen kaufen? Ja. Hä, aber du hast ihn noch nicht mal selber, als ob du dann direkt zwei Stück kaufen würdest. Ja, für dich. Du bist ganz schön nett eigentlich. Was? Oha. Dafür, dass wir uns noch nicht lange kennen. Oha. Ich bin gerade irgendwie sprachlos. Ich mache random Duos, treff erstmal jemand Deutsch. Dann noch ein Mädchen und dann noch jemand, der so nett ist und mir den Battle Pass schenken möchte. Das kann ich gerade gar nicht glauben irgendwie. Du nimmst dich gerade hops, oder? Nein. Okay. Ich meine das ernst. Du meinst es ernst? Ey, ich kann es irgendwie nicht fassen, keine Ahnung. Die kannst du gerne haben. Okay. Du bist wahrscheinlich auch besser als ich. Wie viele Siege hast du schon? Weiß ich gerade gar nicht. Also musste ich eigentlich nachschauen. Ah, okay. Aber würdest du sagen, dass du viele hast oder eher weniger, oder? Ich würde so viele sagen, also so mittel. Ah, okay. Und würdest du dich jetzt, also kannst du gut spielen? Oder bist du eher so ein schlechter Spieler oder auch Mittel oder? Ich würde sagen, so zwischen gut und Mittel. Ah, okay, okay, würde ich mich jetzt einschätzen. Das ist ja gut für mich. Vielleicht holen wir ja so den Sieg. Das wäre richtig nice. Ja. Hast du diese Season schon einen Sieg? Nein, heute noch nicht. Stimmt, die Season hat ja heute erst begonnen. Ich bin ja lost und frag dich, ob du schon einen Sieg hast. Oh, 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 komm, Gegner. Hier hinten. Oh, ich hab ihn. Ehre. Nice, also wir sind echt ein gutes Team irgendwie. Wenn es so weiterläuft, können wir vielleicht den Sieg holen. Ja, hoffentlich. So. Das wäre auf jeden Fall nice. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, auch diese Season einen Hängegleiter, wenn man den Sieg holt. Also so einen Regenschirm. Sollte es eigentlich geben, wenn man den Sieg holt. Das wäre cool. Ja, das wäre echt cool. Ich hab noch nicht so viele. Ah, du hast noch nicht so viele Siegesgleiter, oder wie? Ja. Oh, Gegner. Oh mein Gott. Alter, wir zerstören hier gerade jeden Gegner, aber die kommen auch irgendwie alle einzeln. Keine Ahnung, wieso. Willst du hier... Oh, du hast einen Gegner geholt. Willst du hier den Biggie? Ja, kann ich nehmen. Warte mal, ich schmeiß ihn dir... Hä, wieso kann ich den nicht aufheben? Hä? Ich kann den irgendwie nicht... Hä? Komisch, verstehe ich nicht. Ist da doch gar nicht. Hä? Liegt doch gar keiner. Da liegt einer hier bei mir. Ich sehe hier einen Schildtrank. Fortnite will mich pranken. Als ob du den nicht siehst. Deswegen kann ich den auch nicht aufnehmen. Hä, komisch. Guckst du eigentlich YouTube? Nein. Gar nicht. Nee, gar nicht. Also, du guckst auch keine Fortnite-YouTuber oder so? Nein, selten. Oh. Also eigentlich gar nicht. Oha, okay, okay. Ja, ist nicht jedermanns Sache. Vielleicht guckst du ja eher so Schminktutorials oder so. Ich weiß gar nicht. Nein. Auch nicht. Okay, okay. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 12. Hä, als ob? Doch. Du bist 12? Ja. Hä? Du hörst dich viel älter an, weil ich hätte dich jetzt 14, 15 oder so geschätzt. Nein, oder? Nein, ich bin 12. Hä? Wie krass ist das denn? Du bist 12. Du bist so jung und bist so nett. Ey, jeder Mensch sollte so nett sein wie du. Jedes Mädchen in deinem Alter sollte so sein wie du. Holy moly. Heute ist mein Glückstag. Einfach ein Mädchen getroffen und dann noch so nett. Mega nice. Zum Glück werde ich nicht gemobbt von dir. Also ich hatte schon die Befürchtung so, ach nee, die hat einen Skin, ist ein Mädchen und dann hört die meine Stimme, sieht, dass ich ein Junge bin und noch No Skin und dann dachte ich schon, nein, jetzt fängt die an, mich zu mobben. Ich finde sowas nicht schlimm. Gar nicht schlimm, oder wie? Nö, manchmal spiele ich ohne No Skin einfach so, also weil ich die eigentlich voll leiden mag. Okay. Deswegen habe ich auch noch so wenige Skins. Was würdest du machen, wenn jetzt zum Beispiel in Random Squad gehst, also mit anderen Leuten, noch anderen drei Leuten und da ist ein No Skin und der wird von anderen zwei gemobbt, was würdest du dann machen? Ich würde den anderen erstmal sagen, dass sie aufhören sollen und ich würde den damit schützen. Oha, also echt, ey, Respekt. Alter, deine Denkweise
echt Respekt, also no joke. Also manchmal denke ich echt, die Jugend ist irgendwie kaputt im Kopf, aber bei dir habe ich noch Hoffnung. Bei dir habe ich irgendwie noch Hoffnung. Hast du irgendwie Geschwister oder so? Ja, ich habe einen Bruder. Ja, das war's eigentlich schon. Ah, okay. Ist der älter oder jünger? Der ist jünger. Ah, okay. War nicht viel jünger. Und guckt der irgendwie Fortnite, YouTuber oder YouTube allgemein? Ja, der guckt mehr YouTube. Ah, der guckt mehr YouTube als du. Ah, okay. Nice. Ey, wenn du willst, ist es okay, wenn ich dich adde? Ja. Also darf ich dich wirklich adden? Und dann können wir öfters mal zocken. Ja, können wir machen. Oha. Hey, heute ist, glaube ich, echt mein Glückstag. Keine Ahnung wieso. Aber wenn wir jetzt noch den Sieg holen würden, das wäre doch absolut krank, oder nicht? Ja, das wäre krass. Okay, erster Season-Sieg mit einem Mädchen. Oha. Wie viele Skins hast du? Zwei. Also, warte, wie heißt dieser Skin? Ich weiß es gar nicht. Kristall heißt er. Ah, Kristall. Und was hast du noch für einen Skin? Aura. Ah, das sind so richtige Mädchen-Skins. So richtige Mädchen-Schwitzer-Skins. Komischerweise finden wir jetzt gar keine Gegner. Wir laufen hier spazieren zusammen, aber irgendwie keine Gegner. Also, ja, vielleicht treffen wir nachher noch welche, aber es leben auch nur noch 14 Leute. Hey, denkst du, wir können den Sieg schaffen? Gut. Ja, hoffentlich. Das wäre absolut krank. Oh, guck mal, wenn man davon schon spricht. Da. Warte, wo sind die? Hä, der hat doch gerade geschossen hier irgendwo. Komm, wir müssen die Gegner jetzt pushen. Wo? Hä, ist denn Busch? Nee, ja, da könnte der sein. Ah, da oben, hier ist einer. Hab einen. Oha, ich habe einfach einen Double Kill gemacht. Einfach zwei direkt. Ja, moin. Alter, wir sind echt ein Dreamteam. Wir müssen echt öfters zocken. Es leben noch 11 Leute. Also, wenn wir den Sieg holen... Hey, soll ich dir mal was sagen? Wenn wir den Sieg holen... Oha. Du bist ja echt gut. Ja, moin. Wenn wir den Sieg holen, habe ich eine kleine Überraschung für dich. Ich sag dir noch nicht was, okay? Okay. Aber nur, wenn wir den Sieg holen, okay? Ja, okay. Okay. Hier, du kannst dir die Minis gönnen, wenn du willst. Dann hast du noch ein bisschen Schild. Wie soll ich dich eigentlich nennen? Kiki? Komm, ich nenne dich einfach Kiki, okay? Ja. Okay, ist Ehre. Okay. Oha, den habe ich auch genockt. Ja, moin. Wo ist sein Kumpel? Den gehe ich jetzt mal suchen. Okay, wo ist er denn? Kumpel? Ah, da hinten, ich sehe ihn, hier. Nordwest irgendwo. Den müssen wir auch holen. Also, ey, wenn das wirklich unser erster Sieg wird in der neuen Season, das wäre ja ultra krank. Oh mein Gott, guck mal, da hinten ist auch einer. Komm, den holen wir uns. Oha, du hast ihn? Perfekt. Hey, wir rasieren hier gerade alle. Und ich habe auch noch mal einen. Aha. Komm, sag schon. Ich bin schon gut, oder? Also dafür, dass ich nicht so oft spiele, bin ich schon gut, oder? Ja, also guck mal, wenn ich schon mit einem Mädchen spiele, will ich ja auch ein paar Komplimente haben, oder? Wenn ich gut spiele und dich so beschütze. Ja. So, warte. Aber du spielst für den Anfänger wirklich gut, das muss ich echt sagen. Ja, guck mal. Jetzt habe ich ein perfektes Kompliment bekommen, Ehre. Glaube... Oha. Kiki, nicht so aggressiv, Kiki. Komm, wir spitzhacken den. Der sieht schlecht aus. Guck mal. Ey, Kiki, du bist echt aggressiv. Du bist zu aggressiv. Aber den letzten, sollen wir den ein bisschen pranken? So ein bisschen mit dem spielen? Ja, können wir machen. Okay. Das wäre nice. Wie wollen wir das machen? Wir können ja mal so tun, als wären wir so richtig schlecht. Lauf einfach mal mit der Spitzhacke rum und mal gucken, was er dann macht. Ob wir mit dem tanzen können oder so. Aber wir müssen erst mal suchen. Ey, wir haben 15 Kills, Kiki. Aber ey, du musst deine Aggressivität echt in den Griff bekommen. Nicht, dass du jetzt gleich wieder auf den losgehst, okay? Also, das wäre nicht so gut. So, jetzt müssen wir ihn erstmal suchen. Versuch mich unter Kontrolle zu kriegen. Ja, Kiki, weil hier, Kiki, die Aggressive, die will ich nicht mehr sehen hier. Die hier einfach drauf losschießt, das ist gar nicht gut, muss ich sagen. So. Und du hast gesagt, ey, warte mal. Bevor du mich hier vergisst und so, also du addest mich jetzt wirklich. Ja. Und du wolltest mir echt den Battle Pass schenken? Ja, würde ich immer noch. Oh, wir müssen in die Zone. Oha, also Kiki, ich mag dich, Kiki. Also, du willst mir hier den Battle Pass schenken? Ey, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll jetzt. Und wir holen jetzt, glaube ich, sogar den Sieg. Was denkst du? Denkst du, wir holen den Sieg? Ja, das hoffe ich. Aha, du hoffst das? Okay. Guck mal. Ja, aber ich vermute mal. Okay. Guck mal, ich bin jetzt hier mega der Truckfahrer. Guck mal. Siehst du, was ich für ein nice Auto hab? Jetzt wollen wir aber... Wo ist denn der? Guck mal, wir fahren hier rum. Oh mein Gott. Kiki, was hast du getan? Ich habe gar nichts getan. Ich habe auch nicht geschossen. Hast du Telepathie gemacht? Was hast du denn gemacht? Du hast geschossen. Ich habe nicht geschossen.
Was hast du, Kiki? Ich hab dir gesagt, du sollst nicht so aggressiv sein und jetzt hast du einfach den Win geholt, oder was? Ich hab nicht geschossen. Komm, ich adde dich jetzt und dann treffen wir uns nochmal, okay? Ich lade dich ein, okay? Okay, bis gleich. Okay, bis gleich, bis gleich. Hallo, Kiki, bist du da? Ja, eigentlich bin ich da. Also, erstmal danke, dass du meine FA angenommen hast. Ich hätte nicht gedacht, dass du hier meine FA annimmst, so aggressiv, wie du die ganze Zeit warst hier. So aggressiv bin ich eigentlich gar nicht. Ja, 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 jetzt kommen die Ausreden. Und hast du auch den Siegesgleiter bekommen? Ja, den habe ich bekommen. Alter, Ehre, guck mal. Und du hast jetzt nicht nur den Siegesgleiter bekommen, weil du so nett warst, würde ich dir gern den Battle Pass schenken. Hättest du Lust? Ja, von mir aus, also... Freust du dich? Würdest du dich freuen, wenn ich den dir schenke? Ja, ich würde mich sehr freuen. Weil das Ding ist, ich habe eigentlich nur so getan, als wäre ich ein No-Skin und spiele nur seit 2 Tagen. Eigentlich spiele ich Fortnite schon seit 2 Jahren und ich bin auch YouTuber. Okay, ja, deswegen habe ich dich auch gefragt, ob du YouTube schaust. Und ja, ich habe einen Kanal, der ist Flakes, deswegen steht da oben auch, ich bin Flakes. Ich hatte schon Angst, du erkennst mich. Okay. Und ja, also ich würde dir den gerne schenken. Wir müssen da aber, glaube ich, 2 Tage befreundet sein, dann kann ich dir den erst schenken. Ja, auf jeden Fall, wir können echt mal weiterhin miteinander zocken, wenn du willst. Ja, können wir machen. Ehre, also du bist echt nett, bleibst so, wie du bist. Ist echt korrekt von dir auch, dass du hier mich nicht gemobbt hast, weil ich ein No-Skin bin. Da hatte ich auch schon die Befürchtung. Aber nee, du bist ultra nett. Ehren-Kiki auf jeden Fall. Dankeschön. Und dann würde ich sagen... Ehre. Dann würde ich sagen, ich muss auch jetzt wieder los. Wie gesagt, wir können wann anders dann zocken, okay? Also, okay. Ciao, ciao. Ciao.